Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum nächsten Kampf Baxi vs. Hassan. Dies wird ein spezieller Kampf, also hört gut zu. Wir haben bei Baxi ein Leben von 650, wir haben einen Schaden von 29 bis 30, daraus ergibt sich eine DPS von 45. Der Erstschlag beträgt 9, der kritische 30% und die Ausweichchance 20%. Hier kommen wir nochmal zum Ass von Baxi, und zwar der 20% Resistenz Vogel. Gott, jetzt habe ich Schluck auf hier. Also. Kommen wir zu Hassan. Hassan hat 400 Leben, Schaden von 26 bis 31. Daraus kommen wir 200 DPS auf 51. Doch ziehen wir dann die 20% noch ab, kommen wir auf etwa den gleichen Wert wie bei Baxi, vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger. Ein kritischen von 50%, da ist Hassan klar im Vorteil, wobei Hassan natürlich auch insgesamt 250 Leben weniger hat. Das muss er erstmal wegkritten, damit das Ganze ein bisschen ausgeglichener wird. Auch die Ausweichchance von 16% wird ihm da nicht großartig weiterhelfen, denn Baxi hat 20%, somit hat er eigentlich mehr Ausweichchance als der Hassan. Aber wenn wir das so sehen, ist das Ganze ja nur Glückssache. Bei 20% ausweichen, ja, da kommen wir bei 100 Angriffen, bei 100 Angriffen weicht Baxi 20 mal aus und Hassan halt 16 mal, ist jetzt nichts Großartiges, aber naja. Gut, ich würde sagen, wir kommen zum Knackpunkt dieses Kampfes, und zwar Hassan hat Erstschlag von 9, Baxi hat Erstschlag von 9, da fragt man sich natürlich, wer fängt an? Nun, beide schlagen gleichzeitig aufeinander zu und wir gucken, wie das Ganze ausgeht. Es wird ein kleines Gemetzel und ich würde sagen, wir starten einfach mal die Runde und gucken, wie sie sich beide gegenseitig wegmetzeln. Mal gucken, vielleicht wird hier was Gutes draus. Ich bin gespannt, hier kommen wir jetzt zum ersten Schlagabtausch. Beide landen direkt einen kritischen. Baxi hat natürlich einen größeren kritischen als Hassan, aber Hassan hat dafür zwei hintereinander. Wenn Hassan jetzt die ganze Zeit durchkrittet, dann wird das wahrscheinlich was, aber Baxi weicht leider aus und somit verfällt auch die Glückssträhne von Hassan und Baxi bekommt seine Glückssträhne. Wir sehen, Hassan hat nur noch 70 Leben, das wird ein recht kurzer Kampf, weil beide gleichzeitig angreifen. 24 Leben bleiben dem Hassan, doch Hassan muss jetzt ausweichen, sonst war es das. Baxi ist zweimal ausgewichen, das hat ihm den Sieg gegeben. Hätte Baxi nicht ausweichen können, ja, dann hätte vielleicht Hassan seine zwei kritischen raushauen können und das hätte Baxi vielleicht doch noch getötet, denn 320 Leben. Ja gut, da muss man erstmal rankommen. Vielleicht hat Baxi auch einfach nur die Glückssträhne von Hassan unterbrochen, indem er ausgewichen ist, denn da haben wir zwei normale Schläge von 40 und dann kommt erst wieder ein kritischer. Wären diese beiden Angriffe, wo Baxi ausgewichen ist, kritische gewesen, wären wir bei 160 Damage, das sind schon mal die Hälfte von 320. Hätte Hassan dann noch einen kritischen Landen netter gewonnen, er hätte dafür aber auch noch zweimal ausweichen müssen. Ja, das war der Kampf Hassan gegen Baxi. Baxi, wir gucken uns für dich jetzt die Tabelle an. Wir sehen, Hassan, du bleibst stehen, Baxi, du kommst weiter und somit werden wir im nächsten Kampf in einer halben Stunde erfahren, gegen wen du antrittst, Ehrengardist oder Sealord. Das wird sehr fraglich, gegen wen du ankämpfen musst. Baxi, bereite dich gut drauf vor, denn ich weiß, du willst gegen Deadline kämpfen und du willst ihm die Fresse polieren. Haut rein, euer Zero. Tschüss.